liebe Leute, ich befinde mich hier an der Ludgero-Schule. Hier bin ich früher zur Schule gegangen, deswegen kenne ich mich ganz gut aus. Und diese Schule hat heute in der Stadtverordnetenversammlung für ein wenig Furore gesorgt, denn die FDP hat beantragt, hier eine 30-Kilometer-Zone an der Kurfürstenstraße einzurichten, um die Schule sicherer zu machen. Stadtbaurer Zöhler sagte, schwierig, sehr schwierig, alles durchzusetzen, weil es A, hier keinen direkten Eingang gibt oder keinen Zugang von der Schule. Der Eingang liegt ja auf der anderen Seite, sodass eigentlich keine Gefährdung vorhanden ist. Zudem gibt es hier eine Ampel, eine sogenannte Druckampel, im Neudeutschen oder Beamtendeutsch auch Lichtzeichen für Verkehrsanlage genannt. Also eigentlich alles sicher. Der Stadtbaurat Zöhler meinte noch, die eigentlichen Probleme machen eigentlich nur die Eltern, weil die hier immer parken, um ihre Kinder abzuholen und zu bringen. Und das führt zu teilweise problematischen Situationen. Die Kinder laufen total durch die Autos durch. Und das wäre das eigentliche Problem. Nichtsdestotrotz hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen, dass hier doch eine 30-Kilometer-Zone hinkommt. Denn es gibt, man kann diese Gesetze, diese Verkehrsgesetze auch sehr weiträumig auslegen, wenn es möglich ist. Allerdings wird es dann wahrscheinlich schwierig werden, diese 30-Kilometer-Zone auch rechtlich durchzusetzen. Denn wenn irgendjemand hier mal geblitzt werden sollte und es dagegen klagen sollte, wird es wahrscheinlich nochmal vom Gericht überprüft werden. Und ob dann der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung standhält, muss man mal abwarten. Aber erstmal, und wir sehen hier gerade, wie hier jemand durchgefahren ist, erstmal wird es dann auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eine 30-Kilometer-Zone.